Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos the Adventure. Wegen der Öllichter bin ich hier gerade mal im Pausemenü. Können wir jetzt aber wegdrücken. Und zwar habe ich hier etwas entdeckt, was wir scheinbar noch nicht entdeckt haben. Muss nur schauen. Verdammt, nein, ich komme da nicht lang. Okay, hier komme ich hoch. Mondwind haben wir. Aber das hier, eine geschmolzene Säule aus Magma und Gestein. Leider wüsste ich nicht, wie ich diese Säule zerschmettern sollte. Ja, hier kommen wir leider noch nicht lang. Müssen wir uns merken, aber dass es da lang geht. Ich denke, das hier habe ich noch nicht gesehen, oder? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube nicht. So, wir versuchen wieder zu dem Punkt zu kommen, wo wir weggeportet wurden. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ich hoffe. Ich glaube, hier dürften jetzt keine Flammen mehr kommen. Doch, hier wahrscheinlich, oder? Bin mir nicht mehr sicher, wie das war. Auch schon wieder jetzt eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ah, okay. Hier ist das Kräuterhexenhaus. Perfekt. Moment, dann speichern wir hier mal. Ich habe ja keine Ahnung, was uns dann erwartet. Wenn wir da wieder bei der Burg sind. Nicht das, wie hieß unser Gegner jetzt? Oh Gott, ich habe es gerade vergessen tatsächlich. Aber nicht, dass der da immer noch steht. Ja, rechts kamen wir auch noch nicht weiter. So, mal gucken. Okay, die Schattenburg. Aber dann gucke ich doch nochmal draußen. Ganz kurz hier nur nach links und rechts, aber... ja, eine Pflanze, okay. Die nehmen wir mit, aber sonst scheint hier nichts zu sein. Ja, Thanos ist weg, also sein Untergebener, unser nächster Boss wahrscheinlich, ist auch weg. So, wie sieht's aus? Itemmäßig natürlich nicht so geil. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Kohle rankriegen in der Schattenburg. Blöd ist natürlich, dass ich immer wieder den Weg dann von Venen hierher rennen muss. Immer wieder durch die Flammen. Also durch die Öllichter. Aber gut, so ist es halt. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich die schieben? Nee, okay, sah es so aus, als könnte ich die verschieben. Flammen? Da sollten wir wohl nicht lang. Okay, bevor ich dagegen renne und verbrenne, das mache ich lieber nicht. Wir nehmen die kleinen Türen hier. Ah, guckt mal. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder sowas. Da oben, seht ihr das? Ist die auch so eine Säule. Mhm. Komme ich da lang? Oh Gott, das ist ja echt ein weiter Weg. Oh Gott, wow. Gut, geschafft. So, muss ich jetzt ganz, ganz kleine Trippelschritte machen. Aber ich glaube, doch, da unten die Zacken gehen weg. Okay, da kommen wir lang. Da oben halt leider nicht. Ich gehe trotzdem mal hin und spreche damit. Nee, auch kein anderer Spruch. Okay. Muss hier wieder aufpassen, dass ich nicht zu früh losrenne. Das ist mir früher gerne passiert, wo wir schon mal auf so eine Dinger getroffen sind. Mist. Ja, früher bin ich immer zu früh losgerannt. Das hier war jetzt ein sehr kurzes Zeitfenster. Oh je. Jetzt habe ich da natürlich nicht nochmal gespeichert. Ah, Mist. Na gut, schauen wir mal. Die hier sind relativ langsam, das geht. Hier muss ich mich jetzt wieder ein bisschen vorbeischleichen. Ich werde am besten mal direkt davor speichern. Generell jetzt hier wahrscheinlich immer ein paar Mal öfter speichern. Die hier kriegen wir ja noch hin. Die sind langsam, aber die da, wow. Ich weiß gar nicht, doch da oben geht es auch weiter. Okay. Spannend. Wow. Gerade so geschafft. Hui. So, da rechts sieht es sehr interessant aus. Schaffen wir das? Ich glaube, ja. Ja, okay. Die lassen uns einiges an Zeit. So. Hier müssen wir jetzt schnell um die Ecke rennen. Hui. Okay. Oh, bitte lass mich hier irgendwas mitnehmen. Nein, ich krieg nichts. Das ist ja... oh, okay. Aber richtig rein können wir nicht. Keine versteckten Geheimgänge. Ja, interessant. Was haben wir denn hier? Geldtasche halten. Oh, ja. Bitte, bitte, lass da viel Geld drin sein. Ganz ehrlich, hier liegt so viel Haufen Gold rum und alles. Also speis mich jetzt bitte nicht mit ein paar Krümelchen hier ab. Wo ist es denn? Ich finde es nicht mal. Ach, da. Ja, bitte. 5000. Gut. Besser als nichts. Aber ganz ehrlich, 5000, das ist, davon können wir uns vielleicht ein bis zwei Tränke kaufen. Naja, gut. Zu schnell. Wie soll das gehen? Ich sehe keine Chance, dass wir das schaffen. Nicht mal ansatzweise, nee. Nee. Keine Chance.
Also ich meine, wir können mal rennen und gucken, wie weit wir kommen, aber ich sehe da nicht viel Hoffnung. Nee, nicht mal ansatzweise. Okay. Das ist also noch nicht der Raum, wo wir sein sollen. Dann gehen wir links lang, wo die Tür ist. Also das hier können wir auf keinen Fall schaffen. Das geht nicht. Das ist auch nichts, wo wir rüber können. Okay. Lassen wir das erstmal außen vor. Oh, jetzt muss ich hier wieder rüber. Mist. Na gut, das ging noch. Okay. Ja, das schaffen wir. Doch das hier ist zum Glück langsam. So, sehr schön. Gorgonit-Plattenpanzer können wir verkaufen. Oder vielleicht ist der ja was für uns. Gucken wir mal. Nee, leider nicht. Schade. Wieder speichern. Nichts, okay. Hm, wer bist du denn? Okay, ein kleiner Bosskampf. Oh, eine Blutdämonin. Sieht aus wie eine Succubus. Sehr hübsch. Wirklich hübsch. Die kann bestimmt ganz, ganz böse Sachen, wenn ich die da so sehe. Oh je. Was versuchen wir denn da? Wir machen erstmal normal. Fast 400. Ist nicht viel, aber okay. Können wir ruhig erstmal machen, tatsächlich. Sie zieht uns doch einiges mehr ab. Ja, diese Doppelschläge kann ich ja gar nicht leiden. Okay. Hat sie einen normalen Angriff. Wir müssen uns heilen. Oh je. Ja, tränkemäßig, wie gesagt, gar nicht gut. Mit uns. Eingeschlafen. Oh Gott. Stille und Schlaf. Ach du Scheiße. Und Angriffsschub auch noch. Hm. Okay, das wird böse. Das wird sehr böse. Okay, Zweifachschuss geht auch noch, wenn wir still sind. Mhm. Und Vergiftung. Wow. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Gift, Schlaf, Stille. Gut, Stille ist für uns nicht so schlimm, aber... Gift. Ich hasse ja diese Giftsachen. Oh, ich merke gerade, dass es auf einmal deutlich dunkler geworden ist. Das ist natürlich jetzt blöd. Ihr seht mich wahrscheinlich gleich gar nicht mehr. Wenn es zu dunkel ist, lasse ich die Cam einfach weg. Ja. Hm. Schon wieder Gift. Oh, das gibt's doch nicht. Bin mir noch nicht sicher, ob wir die so einfach schaffen. Eine Feuer... Oh, wir sind tot. Okay. Ja. Gut. Nicht zu unterschätzen, die Kleine. Schaffen wir das? Das ist halt die Frage. Macht das Sinn, das weiterhin zu versuchen? Oh, okay. Die taucht überall auf. Gut. Versuchen wir es nochmal. Wir werden halt sehr viel Mana verbrauchen, wenn ich jetzt schon anfange hier mit den Zweifachschüssen. Jedes Mal fast 500. Ich will mal schauen, was mit dem Chaos-Schuss ist. 1081, nur rentiert sich nicht. Macht genauso viel Schaden bald wie der Zweifachschuss und verbraucht aber 500 mehr. Macht keinen Sinn. Ja, der Chaos-Schuss ist leider total unnütz. Also... Der muss unbedingt gebalanced werden, lieber Thanos, weil das bringt so leider gar nichts. Der ist halt leider total fail. Im Moment zumindest. Intelligenzschub hat sie auch noch, okay. Na, erste Gift, aber jetzt kriegen wir es noch hin. Aber wir müssen auf jeden Fall in der nächsten Runde auf jeden Fall heilen. Okay. Wir könnten... Oh, wir haben nur noch zwei Tank das Wasser. Das habe ich so viel verbraucht. Ach du Scheiße. Das ist natürlich schlecht. Noch zwei? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so viele Tränke des Wassers verbraucht habe. Ui. Okay. So, ist jetzt der erste Heiltrank, den wir nehmen. Und natürlich direkt auch noch ein... Ja, eigentlich bräuchten wir höhere Mana-Tränke. Und jetzt kommen schon die Feuerwogen raus. Ui. Mhm. Vielleicht sollten wir uns auch für die ein bisschen stärken. Vielleicht reicht es da nicht, mit ganz normalen Sachen anzugreifen. Ja, schon wieder Gift.
Ah, ich hasse das. Und gleich wieder eine Feuerwoge. Oh je. Die lässt uns also auch keine Ruhe mit starken Angriffen. Das ist natürlich nicht so schön. Und Schattenummantlung. Ach, du Kacke. Mhm. Böses Viech. Sehr böse. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Zaubertrank bringt uns jetzt nichts. Schutztrank auch noch ein. Oh, wir haben kaum noch gute Tränke tatsächlich. Das ist ein bisschen mager hier. Oh, wir hätten mal unser mächtiges... ja, wir haben hier noch Tränke, die wir noch gar nicht genommen haben, die unsere Werte erhöhen. Das müssen wir noch machen. Und was mir gerade auch auffällt, ich glaube, ich habe immer noch von den Schatten, sind unsere Werte immer noch falsch. Oh, das sollten wir unbedingt ändern. Das ist natürlich sehr blöd, weil jetzt haben wir ja gerade keine Schatten und wir haben immer noch unsere, ja, alles auf Intelligenz, glaube ich, gepusht. Das ist natürlich übel. Dann ist auch kein Wunder, wenn wir wenig Angriff machen. Oh, da hat die uns jetzt echt Mana abgezogen. Das finde ich ja gar nicht lustig. Hier müssen wir mal gucken, ob wir das jetzt überhaupt schaffen mit unseren Werten hier. Vielleicht sollten wir uns auch nochmal töten lassen und es nochmal mit den richtigen Werten versuchen. Zumindest glaube ich, dass ich die Werte noch nicht umgeändert habe. Vielleicht irre ich mich auch gerade und habe es schon gemacht und vergessen, aber ich glaube nicht. Es wird immer dunkler hier. Ihr seht wahrscheinlich echt gar nichts mehr von mir. Oh, Vampirismus auch noch. Wow. Böse. Ich greife mal so an. Intelligenz ist normal. Mana-Flamme. Also ich glaube, es bringt nichts mehr, wenn wir jetzt unser Mana auffüllen. Die klaut uns das sowieso weg. Oh, Flammenstiche auch noch. Oh Gott. Oh, die ist ja böse. Die ist böse. Und dagegen habe ich dagegen irgendwas? Ja, das Problem ist, ich kann das jetzt machen, aber die will uns wahrscheinlich gleich wieder... Nee, sie versucht weiter Mana zu klauen. Dann können wir uns sogar nochmal heilen. Ist natürlich wieder schade hier um unsere ganzen guten Heiltränke. Ich könnte einen ganz starken nehmen. Ah nee, der bringt uns gerade nicht so viel. Oh. So. Dann nochmal einen normaleren. Oh nein, nicht schon wieder. Ah, ich hasse es. Wenn es jetzt so weitergeht, können wir nichts mehr machen. Dann sind wir sozusagen in einer Endlosschleife von Tränken. Na geil, auch noch Gift oder was? Nein, kein Gift, aber Tempo. Ah, und weiter. Jetzt diesmal Vergiftung auch noch. Okay, wir werden sterben. Das bringt nichts. Das kriegen wir leider mit den Werten gerade nicht hin. Ja, jetzt wird es uns... Ja, wir sind tot. Okay, macht keinen Sinn. Wir lassen uns jetzt töten. Ist eh blöd mit den Werten, die wir haben. Dann machen wir das gleich ordentlich. Ach, jetzt bringt sie uns nicht um. Hallo? Danke. Ich weiß, wir haben es fast geschafft, aber wir können halt weitaus weniger Tränke und sowas verbrauchen, wenn wir unsere normale Skillung haben. Ja, bitte zurück. Tut mir echt leid um die Zeit, die jetzt natürlich dadurch verbraucht wurde, aber... Und? Ist es so? Ja, tatsächlich. Alles noch auf Intelligenz. Ah, ist das ärgerlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Lebenspunkte. Und... Viel mehr Angriff, Angriff, Angriff. Vielleicht noch ein bisschen Verteidigung. Mehr haben wir schon nicht mehr. So. Reicht uns das? 2800 Lebenspunkte, 163 Stärke, bisschen auf Verteidigung. Tempo haben wir jetzt halt gar nichts. Das ist ein bisschen doof. Aber ich will auch ein bisschen verteidigt sein. Wir können Mana wegnehmen. Das ist vielleicht eher Quatsch. Ja, ja, machen wir so. Macht das Sinn, überhaupt was jetzt in... Wir probieren es mal damit. So, und dann würde ich auch gleich noch einen Trank reinschmeißen, bevor der Kampf beginnt. Ich speichere, bevor ich den Trank nehme. Was nehmen wir denn da Schönes? Ja, wir haben halt nicht mehr... Ach so, erstmal auf jeden Fall hier. Werte nochmal erhöhen durch diese Tränke. So, jetzt sieht das Ganze auch schon ein bisschen besser aus. Dann können wir es vielleicht sogar lassen. Dann lassen wir das mal mit den richtigen Tränken. Und versuchen es jetzt nochmal. So, mit der richtigen Skillung. Und noch durch die drei Tränke da. Ja, es sieht auch vom Schaden her schon deutlich besser aus, Leute. Ah, dass ich das aber auch verplant habe. Guckt mal, wie viel... Es ist nicht mega viel mehr Schaden, aber immer ein bisschen. Und wir haben vor allem auch eine bessere Verteidigung dadurch. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall nötig war. So.
Guck, ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Schaden sie uns vorher denn gemacht hat, aber ich denke schon, dass das jetzt um einiges besser sein wird, dass sie uns jetzt nicht ganz so viel abzieht wie vorher. Oh, eingeschlafen. Na, das ist natürlich Pech, aber gleich wieder aufgewacht. Okay. Sonst hätten wir jetzt Probleme bekommen mit der Heilung. Mhm. Ich glaube, vom Schaden her macht sie immer noch genauso viel. Ich glaube, da haben wir nicht so viel bewirkt tatsächlich. Leider. So. Obwohl, die hat jetzt weniger gemacht, oder? Aber es kann auch Zufall sein, vielleicht auch. Aus anderen Gründen. Ja, wir kriegen die jetzt deutlich schneller runter. Sehr schön. Ich würde ja so gerne Wassertränke nehmen, aber da wir davon nicht mehr so viele haben, lasse ich es dann doch lieber. Okay. Angeschubt? Na, immerhin kannst du in der Runde dann nicht angreifen. Okay, die Hälfte haben wir. Jetzt wird es halt wieder anfangen mit dem Flambieren. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, unsere Mana-Tränke sind halt auch fast alle weg. Wir müssen jetzt leider mal ein bisschen so angreifen. Ich kann jetzt nicht noch hunderte Mana-Tränke verbrauchen. Oh, und jetzt klaut es uns auch noch. Naja gut, dann raus damit. Nein, sie ist ausgewichen beim ersten. Ah, wie ärgerlich. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Okay. Jens Raub. Ich nehme einen Heiltrank. Einfach nur, weil wir ja wissen, dass sie jetzt auch mit den Sachen anfangen kann, die uns flambieren. Und dann wird es schwierig, sich noch hochzuheilen. Okay, soll sie uns Mana klauen? Ist uns egal, wir sind kein Mage. Alles okay, wir können so angreifen. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist uns... Ah, das hat wehgetan. Das hat sehr wehgetan. Okay, noch mal ein Heiltrank. Schatten ist jetzt natürlich auch blöd. Den Schatten müssen wir wegmachen. Geht das hier? Nee. Ach, was war denn jetzt wieder, was Schatten wegmacht? Erholung? Schweigen? Blenden? Nee. Oh Gott, was macht Schatten weg? Gift. Blendung, magische Einschränkung, Vergiftung auch nicht. Wir haben nichts. Wir haben nichts, was diesen Schatten wegmacht. Oh, das ist ja blöd. Okay, das ist echt doof. Aber Mana nehmen bringt mir auch nichts. Müssen wir jetzt leider durch. Kann ich nichts machen. Was wir machen können, ist natürlich Abwehr in dem Moment. Ja, auch noch vergiftet. Gut, Gegengift haben wir genug. Das kann uns egal sein. Ist okay. Nicht mehr vom Schatten heimgesucht. Wenn wir Glück haben... Okay, Tempo wurde zwar verringert. Ah, und gleich viel weniger Attacke natürlich. Ja, spam die Mana-Flamme. Das ist für mich vollkommen okay. Das ist nur verschwendete Züge für sie. Ja, wieder Schatten. Ich versuch's trotzdem. Mist. Vergiftet und fast tot. Oh. Das ist jetzt schlecht. Dann muss ich jetzt erstmal einen Heiltrank nehmen, weil sie könnte uns töten, wenn was anders... Ja, sie hätte uns jetzt tatsächlich getötet. Ja, das ist jetzt blöd. Ich krieg das Gift nicht weg. Ah, weil ich schon wieder einen Trank... Ja, ich hasse das. Sie tötet uns halt, wenn ich es jetzt anders mache. Okay, Gift scheint weg zu sein. Schatten leider immer noch nicht. Ich muss Abwehr machen. Dieser Schattensturm. Immer noch. Oh Mann. Weil der Schatten ist echt hartnäckig. Der geht auch einfach nicht weg. Das ist... Ja, manchmal hat man auch einfach Pech tatsächlich. Das halt... Immer... Oh, das geht nicht weg. Ich kann nichts machen mit dem Schatten. Ich werde nicht treffen. Kann nichts tun. Verdammt. Das ist jetzt echt Pech mit dem... Jetzt. Wenn wir Glück haben... Okay, kein neuer Schatten. Wenn wir Pech haben, macht sie uns jetzt gleich wieder einen Schatten rauf. Okay, jetzt. Und oh. Ich hasse es, dass ich bei dem Spiel immer so viel Pech habe. Das ist doch nicht normal. Und wir kriegen so wenig Geld von dem Kampf. Nette Frau oder was auch immer diese Kreatur war. Es ist halt immer so blöd. Man verbraucht so viele Tränke, die so unglaublich teuer sind. Und man kriegt halt kaum was raus aus dem Kampf. Ich speichere mal auf den zweiten. Weil ich echt am Überlegen bin. Wir haben so viele
Wir haben so viele Tränke verbraucht und das ist halt echt bitter, weil ich mir halt einfach keine neuen leisten kann. Mist. Man kriegt halt so wenig Geld, dass es aber nichts bringt. Geld sammeln kann man halt auch nicht wirklich, weil die Monster, die man besiegen kann, die ein wenig Geld bringen, die ja, brauchen auch schon wieder 100 Tränke, um so zu besiegen. Dieses Gitter wurde mit einem silbernen Schloss versiegelt, haben wir nicht. Also zumindest keinen Schlüssel, der in ein silbernes Schloss passt. Gut, wie sieht's hier aus? Oh, ja, die Folge ist vorbei. Das tut mir jetzt leid, so viel haben wir nicht geschafft. Ich würde fast zwischen den Folgen den Kampf gerne nochmal machen. Ich glaube, ich mache das auch. Und nochmal versuchen, ein bisschen weniger Tränke zu verbrauchen. Das war mir jetzt fast ein bisschen zu viel. Da wir halt einfach kein Geld haben, um uns neue zu kaufen. Wir haben 5000. Dafür kriege ich einen neuen Trank und wir haben, weiß ich nicht, 10 verbraucht oder mehr. Ja, ich versuche es, glaube ich, nochmal. Also Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.